mich ist Nachhaltigkeit ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ich lebe jetzt seit 8 Jahren in Kalifornien. Das ist ja einer der Hotspots international für alles, was grün ist und nachhaltig ist. Und insofern finde ich das genial zu beobachten, wie sich das auch hier in Deutschland rasant weiterentwickelt. Und freue mich sehr, dass ich heute Abend Teil sein darf vom Cleantech Media Award. Ist es denn auch, ich meine, Kalifornien ist Vorreiter, trotzdem sind die ja in der Aufklärung ironischerweise immer relativ hinterher. Also gerade so die Standards, so, was wir so angezogen kriegen von klein auf, dass man, keine Ahnung, die Wäsche sammelt und nicht nur 3 T-Shirts wäscht oder sowas. Merkt man, dass sich da auch was verändert langsam? Ja, absolut. Da hast du völlig recht, Nina. Also in der Aufklärung hinken die Amerikaner leider noch ein bisschen hinterher. Du hast natürlich New York, Los Angeles, so Großstädte, wo den Leuten das schon mehr bewusst ist. Aber leider die große Masse, die hat es noch nicht so ganz kapiert, dass man eigentlich recyceln sollte. Na, also das ist dann, also so an so Kleinigkeiten merkt man schon, da hapert es noch ein bisschen. Und da hoffen wir natürlich alle, denen uns an der Nachhaltigkeit gelegen ist, dass sich da noch mehr tut in Zukunft, damit es den Leuten einfach bewusst wird. Ja. Gibt es irgendwas, was du dir heute Abend hier wünschst? Ein Gespräch, ein Thema? Also wen ich ja wahnsinnig gerne kennenlernen würde, das ist unser Bundesumweltminister. Er ist ja ein irrsinnig sympathischer Mann. Aber ich habe gelesen, ich habe gehört, er bewirtet seine Gäste gerne, er kocht wahnsinnig gerne, kocht auch noch Fisch und Fleisch. Und da muss ich sagen, lieber Herr Bundesumweltminister, wenn man wirklich was für den Umweltschutz tun möchte, sollte man mal ein paar vegane Rezepte ausprobieren. Ich koche sie wahnsinnig gerne für ihn und bringe es ihm bei. Oder zumindest es auch mal thematisieren und wenigstens mischen und nicht so jeden Gang dann immer damit vollhauen. Ganz genau. Einfach mal was Neues ausprobieren und ein bisschen die alten Rezepte durch neue ersetzen. Da gibt es nämlich ganz, 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 ganz leckere Alternativen. Ich verspreche es.